Hallo und herzlich willkommen zurück zu Faster Than Light mit dem Erik und mir. Hallo. Wir spielen heute den zweiten Sektor des zweiten Runs und wir schauen mal. Wir sind direkt hier im Nebel, wie wir sehen können. Ich habe schon ein bisschen Muffe davor und ich spiele jetzt heute auch. Der Erik hat ja den letzten Sektor gemacht. So, wie immer im Nebel können wir natürlich unsere Räume nicht sehen. Wir werden aber nirgendwo angegriffen, ne? Gerade. Alles cool. Okay. Ja, ich bin ein bisschen paranoid schon geworden in dem Spiel jetzt, leider. Aber ich würde sagen, wir haben hier in dem Nebel eh keine andere Wahl. Wir müssen die lange Nebel. Ja, wir können komplett einmal durch. Im Nebel kommen ja die Rebellen langsamer, wie wir schon wissen. Deswegen haben wir das ja auch extra gewählt, weil desto mehr Gegner wir natürlich mitnehmen, desto mehr Scrap und mehr Ausrüstung können wir eventuell bekommen. Und das ist ja das Ziel. Wir wollen so viel wie möglich mitnehmen. Ja. Also springen wir unser Schiff, mal. Unseren Community-Cruiser so krass wie möglich machen. Ja, das ist echt ein krasser Zungenbrecher. Ja. So, ja, auf jeden Fall nicht ignorieren. Auf jeden Fall attacken. Auf jeden Fall gibt's. Und er hat eine Beam-Drone und ja, sonst. Er kommt auf keinen Fall durch. Das ist schon mal gut. Rüberkommen kann er auch nicht. Easy going. Ja. Alles klar. Kann man sich gechillt zurücklehnen. Ja. Was hat er für Waffen? Noch ein Beam und das ist eine Rakete, oder? Oh, nee, das ist nur so ein Einfachlaser. Und der kommt aber nicht durchs Zweierschild durch. Ja. Deswegen ist es ganz easy. Und jetzt hat er gar keine Waffen mehr. Jetzt hat er gar keine Drohne mehr. Sieht ziemlich, ziemlich schlecht für ihn aus. Ja, das ist ein leichtes Spiel hier auf jeden Fall. Oh, hier, wir sehen, die Leute werden schon immer besser. Der Opila ist schon mittlerweile kurz, naja, nicht kurz davor. Ja, jetzt versucht er zu fliehen. Versuch mal so immer einen Ion Blast jetzt auf den Motor zu setzen und dann wieder einen aufs Schild. Weißt du? Jetzt, wo das Schild unten ist. Und jetzt wieder zurück aufs Schild. Und so kann man nämlich auch zwei Systeme parallel down halten. So, aber jetzt ist hier der Pilot ist auch einmal. Das war's. Fliehen ist nicht mehr. Ja. Das war's eh. So, hier schwebt immer noch seine Drohne. Leider keine Drone-Parts, aber Raketen aber und 22 Scrap, Scrap ist schön, ja. Okay, das ist das. Wir sehen ja hier irgendjemand kurz vorm Upgrade. Nein, 9 HD hat noch nicht so viel Upgrades bekommen am Schild. Nee. Egal, weiter geht's. Gehen wir die ganz lange Route. Ja, so lang wie es nur möglich ist. Und ein Pirat. Ja, oder? Ja, natürlich. Aber man sieht das Schiff leider nicht. Das egal. Ah, der hat so einen Ion Charger. Den hatten wir auch die Clone Bay. Die Clone Bay hat er auch. Ja, die interessiert uns aber nicht groß. Erstmal nicht, nee. Also wieder aufs Schild. Ja. Die kommen mit Drone an. Und Action. Wir jagen natürlich nach Drone Parts hier, weil jedes Mal, wenn wir diese Combat Drohne anschalten, verlieren wir eins oben. Verlieren wir eins oben, ja. Und aber auch er hier. Das ist quasi unsere einzige Möglichkeit im Moment, um Schaden zu machen. Deswegen sollten wir auch schnell irgendwann auch eine Waffe bekommen oder noch mehr Drone Parts. Ja. Boah, jetzt hat er hier sein krasses Ding ausgefahren. Ja, aber das ist halb so wild. Versuchen schon zu bestechen, einen Drone-Part, 11 Scrap, 3 Fuel, Nee, das geht besser. Wir wollen Drone-Parts. Mehr Drone-Parts. Gib uns mehr Drone-Parts. Unsere Drohne konzentriert gerade auf die Cloning Bay. Und jetzt sind die Schilde kaputt, jetzt kannst du sogar den Ionen auf was anderes. Aber ist egal. Ist egal, das war's. Ist schon tot. Wow, was ist das denn? Flak Gun Mark 1. Ja, also wir kennen das Spiel ja eigentlich, aber wir spielen ja jetzt die Advanced Edition, deswegen kennen wir viele Sachen noch nicht. Und das kennen wir zum Beispiel noch nicht. Und es sieht ganz schön krass aus. Guck das dir gerade mal an. Das schauen wir uns direkt an. Was? Was ist das? Blast of Death? Ach so, das ist die. Ja, cool. Okay. Drei Shots? Ja, bis zu 3 Damage. Also das schießt einfach. Ja, ja, aber macht 3 Schüsse, ja. Also man kann nicht richtig zielen damit, halt. Aber man schießt einfach so Schrottteile quasi. Oder... Ja, Schrottteile im Prinzip. Schießt man aufs andere Schiff damit. Cool, ja. Müssen wir mal unsere Waffe upgraden. Wollen wir machen jetzt ja, direkt, können oder wir, was? Können wir direkt schon mal drauf hinarbeiten. Aber ich würde immer erst... Also ich würde es immer erst machen, wenn man es auch wirklich machen kann. Quasi, ja, das stimmt. Weißt du? Wer weiß, was passiert. Und... Noch haben wir ja Drone Parts, noch kommen wir ja aus. Ja, wir brauchen... Ja. Weiter geht's.
Weil wir haben im Moment noch nicht genug Scrap, um es wirklich upgraden zu können, dass wir beide Waffen benutzen können. Wieder ein Pirat. Ab geht's. Der kommt, der hat rüber. Eine Rakete diesmal. Und der wird rüberkommen. Erstes Schild, kommt mit Drone an. Und wir werden nicht sehen, wo er hinkommt, natürlich. Es sei denn, ich schicke jetzt einen in die Tür. Was ich auch machen sollte. Ja, doch oft siehst du es ja unten an den Räumen, welcher gerade attackiert ja, wird. Ja, aber... Ach nee, dann sehe ich es auch gar nicht. Habe ich nur das Türen-Upgrade. Ja gut, es lohnt sich nicht. Da. Ist, da ist er. Ja, schick doch den... Genau. Den LOL HD, der soll sich noch mit da drin tun. Und da ist schon die Rakete runtergenommen worden. Ja. Sehr schön. Hat die Drone sehr gut gemacht. Unsere Jungs kämpfen stark. Und bei, kann er auch bei ihm ist schon das ganze Schiff im Arsch quasi. Das war's für ihn. Ja, aber er versucht zu fliehen, aber der Motor ist schon kaputt. Das kann er vergessen. Okay, die sind wieder fit, die Jungs. Alle zurück auf ihre Position. Und der... Oh ja, Gott. Das war's so fast für ihn. Ja. Dann haben wir richtig übel aus dem Spiel genommen. Also das aber er schießt noch eine Rakete und erwischt uns wahrscheinlich noch. Ja. Oh. Zwei Damage, aber das ist verkraftbar. Ja, 21 Scrap immerhin. Jetzt können wir es uns schon fast leisten. Aber es fehlen noch 20 Scrap ungefähr. Wollen wir nochmal nach oben und dann hier lang? Ja, oder? Ja, so wie gesagt, guck mal, die Sprünge sind so klein von den Rebellen. Das ist echt cool. Noch ein Pirat. Hey, das ist echt ein ganz schönes Piratengebiet hier. Mhm. Er hat fast die gleichen Waffen sogar. Aber er kann nicht rüberkommen. Ja. Also hier wieder ein leichtes Spiel. Können wir unsere Jungs aufleveln hier. So, und wenn du jetzt zwei Schüsse abgefeiert hast... Der Opila ist fast fertig schon. Warte mal, Pause, Pause. Ah, jetzt ist zu spät. Ach so, du wolltest auf die Kanone oder auf den Motor. Ja, genau. Dass du das dann immer so wechselst. Jetzt ist der Sauerstoff auch kaputt. Also, sobald du das Schild zweimal getroffen hast, ist mir aufgefallen. Ja. Kannst du immer wechseln. Und dann kannst du immer zwei Systeme gleichzeitig mit einem Ionenlaser unten halten. Und jetzt brauchst du eh nicht mehr aufs Schild schießen. Und jetzt ist der Motor eh kaputt. Ja. Und nochmal drauf geschossen. Die Drohne ist richtig gut. Oh. Vier Raketen. Ja, die nutzen uns halt noch nutzen nicht so viel. Aber vier Fuel ist auch schon krass. Könnte man sich echt überlegen gerade. Findest du vier Fuel ist krass? Ja, ist schon krass. Also ich finde zwei, drei kriegt man meistens, wenn man ein Schiff zerstört. Ja, aber vier... Und dann, also wenn du es dir kaufst, dann kostet es mehr halt. Und dann wäre das in Scrap umgerechnet mehr. Und 13 Scrap ist auch nicht so schlecht. Wir haben eben für das eine nur 21 bekommen, als wir es getötet haben. Ja. Ja, nimm's doch mal, oder? Wollen wir es machen? Ja. Mal, das ist ja hier, also... Ja klar, wir können es töten, jederzeit. Aber so wir kriegen auch noch eine Rakete ab 100 pro. Bin ich mir ziemlich sicher. Naja, ich hab's angenommen. Ja, ist schon besser. Wollen wir hier oben rum oder hier unten rum? Ist eigentlich ziemlich unten egal. Sind mehr Sterne. Kannst du sogar noch den rechts oben nehmen? Den hier. Den, noch. Ja. Und dann hier runter, ja. Ja, da passiert gar nichts. Gut, das war ein Fehlstern. Gut, dann gehen wir hier runter. Ja. Was erwartet uns hier? Auch nichts. Nichts. Wir haben wohl die falsche Route gewählt. Boah, was ist denn hier? Ja, das Ach sind ja, schon okay. die Rebellen. Die kontrollieren die jetzt, ja. Ja. Okay, weiter geht's. Oh, das ist mies. Und Rebellen am Start. Ja. Und kein Motor-Upgrade. Und keine Drones, die kann ich auch nicht anmachen jetzt. Ja, du musst natürlich die Schilde runternehmen, um die Drohne anmachen zu können. Also ein Schild. Und mit dem Ionenlaser ja, versuchen es zu kontrollieren. Ja. Dein Sauerstoff ist auch nicht an, das ist halt ein bisschen mies. Dein Sauerstoff, ja. Also das muss jetzt schnell gehen. Ja, das geht nicht schnell. Doch, das geht schnell genug. Wir packen das. Ja, für Defense schon. Ja, aber nur ne. Oh doch. Oh shit. Okay, der Defense John schießt alles ab von ihm. Also die schießt unsere Ionenschüsse ab. Musst entweder jetzt die Waffe wechseln auf die Flak. Das könntest du machen, dann kannst du sogar den Sauerstoff anschalten. Aufs Schild. Ja. Oh.
dauert natürlich ewig, bis die Flak geladen ist, leider. Die Rakete kommt natürlich immer durch. Macht da hat sie einmal geschossen. Zack. Hat das Schild aber runtergenommen und damit kann unsere Drohne... Hat die andere Drohne abgeschossen. Jawohl, richtig stark. Echt gut, richtig der repariert stark. Es, der repariert es. Ja, ist auch kein Ding. Und jetzt hat der Waffentyp ein Upgrade bekommen. Das ist... Wer war das nochmal? Der Opila, ne? Ja, der Opila hat es gerade bekommen. Ja. Das heißt, wir können unsere Waffen jetzt noch schneller hintereinander. Ja, aber der löscht es, kein Ding. Alleine? Ja, ja. Wenn der direkt da ist. So, er versucht abzuhauen, aber nicht dieses Mal. Boah. Diesmal nicht, hä? Nee, diesmal nicht. Wollen wir nochmal hier auf den Motor, der haut sonst ab, ne? Ja, nee, es sind nur noch zwei Schüsse. So schnell haut er nicht ab, oder? Oh, okay, weg ist er. Gut. Aber er hat uns böse Schaden zugesetzt. Oh, sehr nice. Aber immer einen Drone-Part haben wir mal. Und 24 Scrap und zwei Raketen. Nice. So, okay, erstmal alles reparieren, Freunde. Wir wurden ja doch ein bisschen gedamaged. Ja. So, hier, das können wir wieder rausnehmen. War aber nicht schlecht, die Flakkanone, muss man sagen. Ja, hat einen guten Job gemacht. Ist halt cool, dass die so ein Flächendamage macht. Ja, das, und dass die halt auch nur zwei Energiebalken wegnimmt. Also dafür. Bei kleinen Schiffen kann man damit halt schön viele Räume treffen, wenn man das jetzt hier hinsetzen würde. Zum Beispiel. So, alles repariert, alles ready, jeder wieder auf seine Position. Heilen tun sie sowieso. Ja, muss nur in den Motor. Der braucht halt Energie, sonst geht hier gar nichts. Genau. So. Und da wäre auch ein Store. Ja, allerdings nimm den jetzt mit, oder? Nö. Oder komm, ach doch, du kommst von da. Ja, dann nimm noch einen mit. Ich kann noch hier den mitnehmen, ja, genau. Und dann hier runter und dann hier hoch. Ja, ja, mach so. Hoffentlich sind wir... Nee, ist kein Sturm mehr hier, kein Ionensturm. Ah ja, und das ist auch cool. Ja. Jo, werden wir angreifen. Musst du kurz pausieren? Ja, die kleine Pausierung. Ein bisschen gesponnen. Ja. So. Probleme. Ionenlaser an, Combat Drone an, Ionenlaser auf die Schilde. Und die Heilstation an, ich glaube sonst heilen die auch nicht. Die Heilstation an, ja. Oh, stimmt. Schwerwiegender Fehler. Aber mit seinen zwei Beams wird er nicht durchkommen bei uns. Und da ist der eine auch schon raus aus dem Spiel. Dann können wir den nächsten Ionenlaser. Ja, um es nochmal zu erklären, Beam-Drones oder Beams allgemein als Waffen kommen nur durch, wenn das Schild komplett unten ist von einem gegnerischen Schiff, also in dem Fall uns. Und ja, wir haben aber zwei Schilde und deswegen kommt er auf keinen Fall durch mit seinen Waffen. Jetzt kann ich es auch den Schilden lassen. Der Pilot ist ja schon gedamaged. Deswegen ist es eigentlich hier auch nur zurücklehnen. Ja, alle sind wieder fit. Und abwarten, bis unser Schiff, das doch jetzt schon viel dominanter ist als so eins. Ja, da ist halt eigentlich. Ja, 18 Scrap, nice. Immerhin. Und nochmal ein Drone-Part, 4 Raketen, krass, krass, krass. Wir haben 17 Raketen, Alter. Ja, und wir haben 149 Scrap schon wieder. Ab zum Store. Ab zum Store. Da bin ich jetzt echt gespannt, was es da gibt. Gib uns krassen Scheiß. Ja, gib uns krassen Scheiß, ohne Witz. Oh. Oh. Erstmal alles reparieren. Erstmal gucken, erst oder gucken. Was es noch gibt. Die Defense Drone 2 zum Beispiel. Die ist schon mal der Hammer. Die brauchen wir unbedingt. Die brauchen wir unbedingt, die ja, die kaufen wir. Sehr selten in den Shops, die müssen wir mitnehmen. Ja, auf jeden Fall. Combat Drone haben wir ja, okay, alles cool, sonst soweit. Ja. Was ist ein gab's hier nicht. Was ist ein Reconstructive Teleport? Crew gets fully healed by teleportation. Krass. Ja, wenn wir rüber teleportieren, ja, dann... Ja, wenn wir wieder zurück teleportieren halt, sind sie wieder sofort voll. Krass. Ja, und die Long Range Scanners, ja, die sind eigentlich nicht schlecht. Da sieht man halt immer genau, was wo ist, ob da ein Schiff ist oder nicht. Dann hat man halt auf jeden Fall keine, also wenn man es richtig plant, hat man dann nicht mehr sowas, wie wir eben hatten, dass einfach nichts passiert. Trotzdem sollten wir noch einen Drone-Part auch kaufen. Auf 10 zumindest. Ja. Ja, das ist halt für uns schon essentiell auf jeden Fall, dass wir die haben. Wir müssen halt mal gucken, wir bräuchten halt jetzt noch Upgrades im Schiff, dass wir die Defense-Drone überhaupt einsetzen können. Beziehungsweise. Ja, lassen wir es erstmal so, aber reparieren erstmal alles auf jeden Fall. Jetzt noch. Ja, okay. Holen das und das noch. Nee, aber willst du die Long Range Scanner haben, ja? Ja, ich würde sagen, machen wir es mal, oder? Ja, okay. Holen wir es mal. Ja, also holen wir es mal. Ja, ja, ab für jetzt. Also dann, ich würde sagen. Ist ja auch noch ziemlich am Anfang, da lohnt sich sowas auf jeden Fall noch. Ich würde halt gerne diese Flakkanone benutzen können.
demnächst. Tja, jetzt müssen wir halt überlegen, wir müssen halt hier upgraden, einen noch, damit wir die Defense drawen. Nee, aber ich, also, guck mal, wir haben schon drei. Wir haben, ja, wir haben aber auch schon drei in Drones. Da links siehst du das. Ja, ja. Das heißt, und wir können dann entweder halt die Defense Drone oder die Combat Drone im Moment nehmen. Und ich würde eher jetzt darauf gehen, dass wir die Waffen zweimal upgraden. Und dann haben wir nämlich zwei Waffen und können uns immer entscheiden, nehmen wir, aber weißt du, das ja. ist auf jeden Fall variabler ja. dann. Aber dann brauchen wir Energie erstmal noch. Wir haben jetzt eh nur zwei, weißt du, wir könnten die Defense Drone nicht. Ja, deswegen warte doch lieber noch mit dem Scrap. Wir können es ja nicht verlieren, weißt aber du. Sonst können wir die Defense Drone ja gar nicht einsetzen jetzt. Ja, vielleicht brauchen wir es für was anderes gleich und dann ärgern wir uns. Achso, die Defense Drone einsetzen. Ja, okay, dann. Das, da hast du recht. Ja, ja, eine Energie ja. auf jeden Fall. Ja. So, jetzt sind wir okay. Ja. Gut. Das jetzt ist jetzt zum Beispiel halt durch den Long Range. Durch den Long Range, ja, dass da ein Schiff ist, genau. Also da ist auf jeden Fall ein Schiff, was auf uns wartet. Aber wir wollen jetzt erstmal dahin, ja. Hoch, hoch. Hier hin. Links. Hier. Ja. Ach ja, dann machen wir ja schon Intruders on board. Na toll. Hier. Ja, in der Krankenstation. Ah, da haben sie eigentlich keine Chance. Da werden unsere Leute noch mehr geheilt als sonst. Und wir schicken unsere beiden Menschen. Das sind die besten Fighter, die wir haben. Das reicht eigentlich auch schon. Ja, ich denke auch. Brauchst die anderen gar nicht schicken. Weil die ja eh gegen geheilt werden, unsere. Ja. Und ja, der Sergeant Mobs und der LOL HD, man sieht's links an den Lebensleisten, die gehen kurz runter und sind sofort wieder grün. Während die anderen einfach nur sterben. Das ist echt cool, dass die aber auch an Bord so geheilt werden. Das ist ein ziemlich krasses Upgrade. Das ist mein liebstes Schiff auch eigentlich. Also ich muss ja. ganz persönlich sagen, das ist mein Lieblingsschiff in diesem Spiel bisher. So. Ja, es gibt auch noch andere Varianten davon, vor allem jetzt, ne? Gibt's ja nochmal ein anderes Layout. Stimmt. Das würde mich auch mal interessieren, was das C-Layout von diesem Schiff ist, weil es echt Spaß macht mit dem Schiff. Ja, ich hoffe, wir spielen mal andere Layouts auch noch frei. Dann können wir euch das natürlich auch nochmal zeigen. Das wäre natürlich auch echt nett. Ja. Aber es ist natürlich wie immer Zufall, deswegen man kann nur hoffen, dass es passiert. Wollen wir das Schiff noch mitnehmen? Ja, auf jeden Fall. Kommt rüber auch, so wie es aussieht. Hat aber nur eine Bombe und einen Laser, mit dem er nicht durchkommt. Mit der also, Bombe schon. Combat Drone. Ja. Und kommen halt rüber. Wieder in der Heilkrankstation. Weißt du, aber das ist auch so das Ding, wenn man irgendwie eine Waffe hat. Oh, ein Mantis. Wenn man irgendwie halt noch eine zweite. Ja, wenn man noch eine zweite Waffe hat, die auch Schaden macht, muss man nämlich auch nicht immer eine Drone verwenden. Ja, das stimmt. Weißt du? Dann wirklich, dann musst du sie nur verwenden für krasse Gegner. Oh, er hat unsere Waffen stark erwischt. Ja. Der Ionlaser ist halt jetzt gerade down. Aber die Combat Drone macht noch Schaden. Schön aber klar. Ja, er kann uns auch nicht erwischen, außer er erwischt die Schilde mit der Bombe. Oh, jetzt muss ich erst wieder laden lassen jetzt. Das habe ich gerade verpennt einmal. Ja, nee, hast du nicht. Das ist gerade erst passiert eigentlich, dass er wieder aktiv wurde. Okay. Ist alles gut, ist eh nur noch ein Schuss von der Drohne. Zack. So, das war's. Fit, Schiff zerstört, was kriegen oh, wir? Oh, nice. Ein Drone-Part zurück. Sehr schön. Also ein Kampf umsonst sozusagen für uns. Ja. Und 19 Scrap geschenkt. Sehr schön. Und das ist ein Asteroidenfeld und ein Schiff. Hm, Asteroidenfeld. Nee, nicht kein Asteroidenfeld, nicht, sondern Dings, so ein, dass wieder kein Strom da ist. Ach, das sind immer miese Felder. Ja, ich glaube, du kannst dahin fliegen, dann nochmal nach rechts und dann nochmal zurück. Weißt du? Ja, mach mal so. Hier ist eh nichts. Ja, was da ist noch ein hier? Schiff. Ja, das wäre uns noch. Ja. There won't be next time. Move on. Okay. Der kommt auch rüber, so wie es aussieht. Ja, und hat eine Rakete. Der kriegt aber deswegen die Combat Drone auf jeden Fall. Ich hätte mich jetzt anders entschieden zum Beispiel. Ne, wir müssen. Achso. Ja, Achtung, der kommt rüber, der ist in der Krankenstation. Aber den Pilot abzuziehen ist auch nicht immer so das Beste, ne? Da hast du nämlich 0% Ausweichchance. Dann lieber den, ja. Jetzt mit der Defense Drone hätte er uns ja, auf jeden Fall keinen Damage machen können. Aber die eine Rakete, denke ich, die durchkommt. Ich habe halt darauf spekuliert, dass die Drone mal. Ich hätte halt boah, auch das Bombe mal hat machen können. Den Motor erwischt, aber das ist nicht so wild.
Oh, wieder vorbeigeflogen, die Rakete, glücklicherweise. Und... jetzt haben wir gleich. Ja. Ah, Mist. Muss nochmal aufs Schild. Oh, jetzt hat er unsere... oh. Muss... Flak, Flak. Lädt voll lange. Ja, ja. Ja, im Gegensatz zum Ionenlaser aber nur, weil der halt auch extrem kurz lädt. Jetzt kannst du wieder den Ion... obwohl, nee. Das war's. Flak hat's gemacht am Ende, sehr schön. Und wieder ein Drone-Part, nice. Läuft gut gerade. Ja, auf jeden Fall. Gut, können wir wieder rausnehmen. Alles klar. Okay. Und ab zum Exit. Zurück zum Exit. Raus aus diesem Sektor. Der war ganz schön lang. Also wir haben... der war lang, aber wir haben auch viele neue Sachen bekommen. Ja. Also wir sind echt... vor allem die Defense Drone 2. Ich sage euch, Freunde, wirklich, das ist so krass, die schon im zweiten Sektor zu kriegen und zu finden. So Gourmet. Die ist so selten und... Gourmet-Drohne. Wir mussten sie mitnehmen. Es hat uns viel gekostet, aber... leider haben, schönerweise haben wir das Geld ja auch so früh ausgegeben, dass wir jetzt alles, was wir jetzt ansparen, weiter in unseren Motor und Schilde und kennt ihr ja schon aus dem letzten Run stecken können. Also, es wird sehr spannend im nächsten Sektor, denn dann natürlich wieder der Erik spielen wird. Und wieder ein Nebelsektor. Wieder ein Nebelsektor. Und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Bis dann. Ciao. Ciao.